Zunächst mal herzlich willkommen alle zurück zur zweiten Vorlesung der Theoretischen Informatik 2 am Donnerstag. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass es hier am Anfang jetzt wahrscheinlich dieses Semester donnerstags immer ein bisschen hektisch werden wird. Ich habe gerade festgestellt, der Kollege aus der Physik hier vor uns hat die Angewohnheit, genau pünktlich um 11 Uhr, naja genau genommen um 11.05 Uhr zu enden, und dann muss ich hier hektisch anfangen aufzubauen. Deswegen entschuldige ich mich auch, dass ich zu Beginn der Vorlesung typischerweise donnerstags zumindest keine Fragen beantworten kann, weil ich so mit hier verkabeln beschäftigt bin, dass ich nicht dazu komme. Wenn Sie Fragen haben und Alfredo da ist, fragen Sie ihn einfach direkt selber. Das war das Erste. Das Zweite ist, was ich immer machen werde zu Beginn der Vorlesung, nämlich einmal kurz über Ihr Feedback zu sprechen. Ich habe Ihnen am Dienstag, also vor zwei Tagen, diesen QR-Code am Ende der Vorlesung gezeigt. 105 von Ihnen, genau genommen 120, haben es gescannt. Dann haben sie gesehen, mache ich nicht. Und 20 von Ihnen haben es gleich wieder gelassen. Aber 105 Leute haben was eingetragen und haben gesagt, wie gut sie die Vorlesung fanden und wie schwer sie sie fanden. Und das hier ist ist die erste Vorlesung, das ist immer so ein bisschen atypisch, aber das Ergebnis der ersten Vorlesung ist durchaus brauchbar. Sie sehen, niemand hat gedacht, dass es schlechter ist als Ihre anderen Vorlesungen. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Einige von Ihnen fanden es richtig gut, manche fanden es so, Und interessanter, was besonders gut ist für mich zu sehen, ist, dass die Verteilung über die Geschwindigkeit und die Schwierigkeit richtig gut war. Es gab einzelne Leute, die es ein bisschen langsam fanden, einzelne, die es ein bisschen schnell fanden, aber fast niemanden, der es viel zu schnell fand, bis auf eine Person. Und eine Person, die es viel zu langsam fand, aber immer noch ganz okay, immer noch besser als der Durchschnitt. Also, wenn Sie sich in dieser Verteilung nicht wiederfinden, dann liegt es daran, dass Sie das Feedback nicht ausgefüllt haben, und dann kann ich es natürlich nicht wissen. Wenn Sie sich da drin wiederfinden, super. Einige von Ihnen haben auch Kommentare drunter geschrieben auf die Fragen, die ich gestellt habe, nämlich was haben Sie nicht verstanden, was hat Ihnen nicht gefallen, was hat Ihnen gefallen. Es gab ganz viele positive Kommentare, die ich ganz kompakt zusammengefasst habe da unten, 25 verschiedene Variationen darauf, dass es Ihnen gefallen hat, dass ich über die Philosophie gesprochen habe, dass ein bisschen Humor drin vorkam, finde ich großartig, freut mich sehr. Lasse ich natürlich ein bisschen zusammengefasst da unten. Eine Person hat geschrieben, dass Ihnen der Timer gefallen hat für die Pause, über die Pause müssen wir gleich sprechen. Eine Person hat gesagt, wollen wir bitte keine Pause machen, ich muss nämlich 14.15 Uhr auf dem Sand sein. Darüber müssen wir reden. Ich habe ja Sie auf Ilias gefragt, was Sie von der Pause halten oder ob Sie eine Pause haben wollen. Hier sind die Ergebnisse. Ganz grob zusammengefasst, um es kurz zu machen, 3/4 der Vorlesung hätten gern eine Pause oder es ist Ihnen egal. Und 1/4, 24%, 50 abgegebene Stimmen, hätten gerne keine Pause, weil sie unbedingt zu einer anderen Veranstaltung müssen. Und das ist leider ein eher typisches Ergebnis für diese Art von Veranstaltungen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Machen wir es demokratisch und die Mehrheit diktiert und wir sagen, wir machen einfach eine Pause? Oder machen wir es, diejenigen mit den dringendsten Bedürfnissen diktieren es der Mehrheit und wir machen keine Pause, weil es ein Viertel von ihnen gibt, die weiter müssen? Ich weiß auch nicht so richtig, wie wir das machen wollen. Mein Vorschlag ist, ich mache heute nochmal eine Pause, weil heute Donnerstag ist, anderer Tag als Dienstag. Wenn das für Sie ein Riesenproblem ist, dann schreiben Sie es bitte in das Feedback rein. Wenn Sie schon gehen müssen, bevor der Feedback-QR-Code kommt, Sie können auch auf den Slides, die jetzt auf Ilias sind, einfach ans Ende gehen und auf den QR-Code klicken. Dann kommen Sie direkt zu der Feedback-Bogen. Der ist dann auch aktiv in irgendwie 10 Minuten oder so. Und dann sagen Sie mir nochmal, dass das wirklich ein Problem ist. Und dann reden wir nächsten Dienstag nochmal drüber. Ansonsten würde ich gerne versuchen, die Pause zu machen, weil ich weiß, dass es für viele von Ihnen einfach gut ist, ja, sich kurz einmal mental zu erholen. Wir machen natürlich dann 10 Minuten. Ich glaube, das ist ungefähr die Mehrheitsmeinung. Ja? Gut, dann gab es zwei Fragen zum Verständnis. Diese erste Frage, das ist, glaube ich, so eine typische Situation von, da war halt der Feedbackbogen direkt nach der Veranstaltung und Sie haben sich noch nicht ganz durchdacht gedacht, was da jetzt rauskommt. Und im Prinzip schreiben Sie da rein, ich muss mir das nochmal anschauen. Völlig in Ordnung. Ja? Diese Art von Antwort können Sie gerne da reinschreiben. Und ich glaube, wahrscheinlich haben Sie seit Dienstag sich die Slides nochmal angeschaut und jetzt haben Sie verstanden, was die klinische Hülle ist. Und dann gab es eine zweite Frage, die eine schöne Einführung ist in die Vorlesung, damit wir gleich loslegen können. Nämlich, wir haben jetzt über Alphabete und Sprachen gesprochen. Und warum brauchen wir eigentlich Sprachen, wenn wir doch schon Alphabete haben? Kurze Erinnerung, ohne die Slide dazu. Ein Alphabet ist eine endliche Menge an Symbolen, an Buchstaben.
oder Zahlen. Und natürlich können wir auf einer endlichen Menge die ganzen Operationen auf Mengen laufen lassen. Wir können Komplemente bilden, wir können Vereinigungen bilden, wir können Mengendifferenzen bilden zwischen Alphabeten und so weiter. Es ist aber auf eine gewisse Art und Weise langweilig. Warum? Weil Alphabete endliche Mengen sind. Und das heißt, dass wir im Prinzip alle möglichen Kombinationen von diesen Operationen, die ich gerade erwähnt habe, einfach hinschreiben könnten. Und dann kämen wir wieder was Endliches raus. Und das ist einfach nicht mächtig genug für das, über was wir nachdenken möchten. Deswegen haben wir diese interessante Verallgemeinerung gemacht, dass wir nämlich die klinische Hülle definiert haben, also die Möglichkeit, Wörter aufzuschreiben, also Aneinanderreihungen von Elementen aus diesen Alphabeten. Davon gibt es unendlich viele. Natürlich gibt es unendlich viele Wörter, auch wenn wir im Deutschen zum Beispiel nur, naja, sagen wir mal vereinfacht 26 Buchstaben haben, mit Modifiern. Ist irgendwie schon mal auch klar, intuitiv klar, oder? Wenn die deutsche Sprache aus 26 Buchstaben bestehen würde und wir dürften immer nur einen Buchstaben für ein Wort benutzen, da könnte ich hier keine Vorlesung halten. Und Sie könnten miteinander nur sehr langweilige Informationen austauschen. Es gibt nämlich genau 26 verschiedene Arten von Informationen. Das wäre ein bisschen ein enger Raum. Ja? Das ist ein sehr kompakter Namespace. Da können wir, weiß nicht, das erste ist Essen, das zweite, ich weiß es nicht. Ja? Also benutzen wir Wörter, davon haben wir unendlich viele, super. Und dann haben wir Sprachen definiert. Sprachen sind Teilmengen der klinischen Hülle. Also wenn Sie so wollen, Muster innerhalb des Raumes aller Wörter. Und die erlauben uns, über etwas sehr Spannendes zu sprechen, nämlich darüber, ob etwas in ist oder out. Ja? Ob etwas in der Sprache ist, ob ein Wort zur Sprache gehört oder nicht. Ich habe das Beispiel mit der deutschen Sprache gemacht, da gibt es auch gleich danach Rückfragen. Vielleicht schon gleich direkt als Intuition spannender ist die Frage nach mathematischen Aussagen. Ja, wir können sagen, die Elemente einer Sprache, das sind die wahren Aussagen und das, was nicht in der Sprache ist, sind die falschen Aussagen. In einem bestimmten System, in dem wir nachdenken wollen. Zum Beispiel könnte die Sprache alle Binärzahlen sein, die durch 3 teilbar sind. Ja, also der Satz an Strings, an binären Strings, 0, 1, 1, 0 und so weiter, von endlicher Länge, die wir interpretieren als Binärzahlen und dann fragen, ist eine gegebene Zahl durch 3 teilbar? Dann wäre die Sprache die Menge aller durch 3 teilbaren Binärzahlen. Und wenn wir jetzt es uns gelingt, eine Maschine zu erfinden, die entscheiden kann, ob ein Wort in dieser Sprache ist oder nicht, dann haben wir im Prinzip einen Computer gebaut, der durch 3 teilen kann. Oder der halt den Modulo von 3 ausrechnen kann. Ja? Und entscheiden kann, ob der 0 oder 1 ist. Und das ist genau das, was wir natürlich mit Computern machen können wollen. Nicht nur durch 3 teilen, sondern auch beliebige andere Muster aufschreiben und dann entscheiden, ob diese stimmen oder nicht. Und wir bleiben erstmal bei diesen binären Entscheidungen. Wir werden dann bald sehen, ein bisschen später, vielleicht denken Sie schon, aber manche mathematische Fragen sind ja eher so, sagen wir mal, numerisch. Die haben eher so kontinuierliche Ausgaben. Was ist der Wert einer Funktion an irgendeiner Stelle? Kleiner Ausblick, wir werden merken, dass das keine besonders komplizierte Erweiterung ist. Dass die so ein bisschen automatisch hinten rausfällt. Wir kommen sehr weit mit binären Entscheidungen. Also wenn wir uns darauf konzentrieren, Maschinen zu bauen, die entscheiden können, ob etwas wahr ist, ob es in der Sprache ist oder ob etwas nicht in der Sprache ist und dann, sagen wir mal, vielleicht falsch ist. Und hier geht es jetzt direkt los mit dem Inhalt dieser Vorlesung. Nämlich, wir möchten genau so eine Maschine bauen. Und das ist das, um es nur noch einmal zu sagen, das Großartige an der theoretischen Informatik in dem, was wir in dieser Vorlesung machen. Wir machen nämlich tatsächlich, und da letztes Mal habe ich darüber gesprochen, dass wir ein bisschen was anderes machen als in der Mathe hier. Wir gehen nämlich jetzt auf so eine Art Gedankenreise und bauen uns unseren eigenen mentalen Computer und schauen dann, was der berechnen kann. Ja, also unser Ziel für heute wird sein, eine erste Art von theoretischem virtuellen Computer zu erfinden, der bestimmte Sprachen erkennen kann. Ich habe sogar ein Slide dazu. Und das wird zunächst mal ein besonders einfacher Computer sein. Wir versuchen uns erstmal das Einfachste vorzustellen, was uns so einfällt. Und wir werden dann schnell merken, später in der Vorlesung, dass diese Art von Computer leider bestimmte Beschränkungen hat, die wir, weswegen wir quasi erweitern müssen, weswegen wir diesem Computer neue Bauteile hinzufügen müssen, damit er mehr rechnen kann. Und die Art von Computer, über die wir jetzt sprechen werden, die nennen sich endliche Automaten übrigens, gleich werde ich sie definieren,
Da können Sie sich im Kopf sowas vorstellen wie so ein Haushaltsgerät, eine Waschmaschine, die Spülmaschine, wenn Sie eine haben in Ihrer WG, wenn Sie glücklich genug sind, eine Spülmaschine zu besitzen. Vielleicht haben Sie eine Waschmaschine oder ein Bügeleisen oder automatische Türöffner. Die Art von Computer, die Sie gar nicht richtig als Computer wahrnehmen, sondern als so irgendwo an der Grenze zwischen Elektrik und Elektronik. Wenn Sie eine Waschmaschine haben, da wissen Sie genau, die machen Sie auf, tun Sie die Wäsche rein, machen Sie die Türe zu, dann stellen Sie da oben was ein, drehen Sie an einem Rädchen, 60 Grad, 30 Grad, Feinwäsche, Wolle, und dann drücken Sie auf Start und dann fängt die Maschine an zu waschen. Und dann geht sie durch verschiedene Programme durch. Sie heizt, sie spült Wasser rein, dreht, spült ein bisschen hin und her, irgendwann pumpt sie ab, dann lässt sie Wasser wieder rein, schleudert, vorpumpt sie nochmal ab und dann am Ende geht sie aus. Und wenn Sie währenddessen, während des Waschprogramms an die Maschine rangehen und auf den Knopf drücken, mach mal auf, je nachdem, in welcher Phase die Waschmaschine ist, macht sie vielleicht die Türe auf oder nicht. Ja, das heißt, diese Maschine geht so durch verschiedene Zustände, in der sie auf Eingaben auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Und je nachdem, in welchem Zustand sie gerade ist, reagiert sie auf die eine oder andere Art. Und dann irgendwann ist sie fertig mit ihrer Rechnung, die in dem Fall die Wäsche ist. Ja. Toaster funktioniert genauso, Türöffner und so weiter und so weiter. Diese Art von Maschine werden wir nachbauen. Nämlich eine Maschine, die man anschalten kann. Die hat also einen Anfang. Und dann kann man der etwas eingeben. Wir können ruhig über so einen Computer nachdenken mit einer Tastatur, wo man drauf rumtippen kann. Dann geht sie durch diese Eingabe durch und das Verarbeiten dieser Eingabe, das wird das eigentlich Interessante sein an der Maschine. Das wird auch das komplizierteste Teil der Maschine. Und dieses Verarbeiten wird daraus bestehen, dass sie durch diese Zustände durchgeht. Sie zum Beispiel wie die Waschmaschine von Wasser einlassen, zu waschen, zu pumpen, zu schleudern übergeht. Und dann am Ende wird sie enden, wird stoppen. Und dieses Stoppen wird daraus bestehen, dass die Eingabe zu Ende verarbeitet hat. Das heißt, unser Computer wird zentral durch die Eingabe durchgehen und dabei sie verarbeiten. Und diese Idee, die jetzt so vielleicht in Ihrem Kopf recht konkret irgendwie als Waschmaschine oder so dasteht, die übersetzen wir jetzt in ein mathematisches Objekt. Achtung, Vorwarnung, jetzt kommt so eine hässliche Mathematik-Slide, wo aus diesem schönen bunten Story, die ich gerade erzählt habe, ein Tupel wird. Na, das ist halt das, was man so macht in der Mathe. Ne? Und diese Tupel, lassen Sie sich nicht schockieren von den Tupeln. Tupeln sind was ganz Langweiliges, sind einfach nur Collections. Ja, Sie kennen das aus Programmiersprachen, ein Tupel ist einfach nur so ein paar Sachen ineinander. Das hat nichts weiter zu bedeuten. Das ist einfach nur irgendwie eine Einheit, wo wir alles reinschreiben. In diesem Fall, für unseren deterministischen, endlichen Automaten, den nennen wir M, ist es ein Fünftupel. Das besteht aus fünf verschiedenen Objekten. Und diese Objekte habe ich hier definiert. Und jetzt gehen wir einfach mal der Reihe nach durch und dann überlegen wir uns danach, was die bedeuten. Erstmal sage ich sie und dann überlegen wir, was sie bedeuten. Es besteht aus dem Tupel Q, Sigma, Delta, Q0 und F. Wobei Q eine endliche Menge, deswegen heißt das Objekt endlicher Automat, eine endliche Menge an Zuständen ist. In Ihrem Kopf können Sie sich sowas vorstellen wie Waschen, Spülen, Schleudern. Ja? Waschen, Spülen, Pumpen, Schleudern. Sigma ist eine endliche Menge, die ein Alphabet ist. Über Alphabete haben wir ja gesprochen, letzte Vorlesung, also kennen wir schon. Super. Sigma ist einfach nur so ein Ding, taucht wieder auf. Delta wird der spannende Teil der ganzen Veranstaltung sein, ist die Übergangsfunktion. Und die Übergangsfunktion ist eine Abbildung, die nimmt ein Paar aus Zustand und Elemente aus dem Alphabet, also einen Buchstaben, und dann gibt sie einen neuen Zustand aus. Was das bedeutet, darüber werden wir gleich sprechen. Dann gibt es einen besonderen Zustand, der ist ausgezeichnet, der heißt Q0, das ist der sogenannte Startzustand. Ich habe gesagt, die Maschine muss irgendwo anfangen. Und dann gibt es noch andere ausgezeichnete Zustände, davon darf es mehrere geben. Das ist eine Teilmenge der Zustandsmenge, die heißt F. Und die heißen die akzeptierenden Zustände. Okay, das ist ein deterministischer endlicher Automat. Jetzt habe ich ihn erstmal nur hingeschrieben. Ich habe nur gesagt, das ist es. Ich habe noch nicht erklärt, was er tut, was diese Objekte bedeuten. Das sind einfach nur Sachen, die habe ich erstmal hingeschrieben. Sie kennen das auch, wenn Sie in der Programmiersprache was aufschreiben. Da können Sie erstmal einen Tupel definieren. Ja, definieren Sie ein Objekt, das enthält Mitglieder, ja, Elemente. Das sind diese Elemente des Tupels. Nur weil Sie die reingeschrieben haben in Ihre Klasse, haben Sie noch nicht gesagt, was Sie mit denen machen können. Ja, das müssen wir jetzt als nächstes machen.
Zunächst mal erzähle ich Ihnen aber, dass man solche Automaten als solche Bilder darstellt. Das ist hilfreich als mentale Stütze. Und die wird uns jetzt dabei helfen zu überlegen, was wir eigentlich wollen, was dieser Automat macht. Und dann werden wir das, was wir da wollen, formal übersetzen in ein bisschen Mathematik. Also, wir werden für solche deterministischen endlichen Automaten solche Bildchen malen und die heißen Zustandsdiagramme. Kurz Hände hoch, wer hat schon mal von einem Zustandsdiagramm gehört? Super, ich traue mich gar nicht zu fragen, wer nicht. Also, dann machen wir das relativ schnell, weil wahrscheinlich trauen sie sich eh nicht, das sind also weniger als 10% sind. Also, Zustandsdiagramme bestehen aus solchen Kreisen, das sind die Knoten dieses Graphen und wir malen einen Kreis für jeden Zustand. Also, wenn dieser Automat hat 4 Zustände, Q0, Q1, Q2, Q3. Dann malen wir Pfeilchen zwischen den Knoten des Graphen und definieren damit einen Graphen. Über die Pfeilchen müssen wir gleich reden, die sind der entscheidende Teil. Machen wir erstmal die einfachen Sachen hier am Ende oder am Anfang, ja, also von der Definition. Der Startzustand, der wird dadurch, weil es ja nur einen davon gibt, ausgezeichnet, dass wir Start davor schreiben und dann einen Pfeil reinmalen. Und alle akzeptierenden Zustände, also alle die in F sind, die malen wir mit 2 Kreischen, so wie den hier. In diesem Fall ist also F gleich Q3, die Menge, die nur Q3 enthält. Könnte aber natürlich mehrere sein, ja? Wir könnten mehrere akzeptierende Zustände haben. So, jetzt kommen wir zu den Pfeilchen. Sie sehen hier, dass aus jedem Zustand heraus 2 Pfeilchen rausgehen, beziehungsweise eine verkürzte Version von 2 Pfeilchen. Das sind also ein gerichteter Graph, der von einem Zustand zu den anderen Zuständen zeigt. Und entlang der Kanten dieses Graphes stehen immer jeweils die Symbole aus dem Alphabet. In diesem Fall ist das Alphabet das binäre Alphabet, 0, 1. Und sie bezeichnen, die definieren die Übergangsfunktion. Das heißt, was wir jetzt wollen, und da können wir jetzt zum ersten Mal über die Semantik dieser Automaten nachdenken, ist Folgendes. Wir stellen uns vor, der Automat fängt an im Zustand Q0 und dann fängt er an, die Eingabe zu verarbeiten. Eine Eingabe ist ein Wort, also es ist eine Sequenz, eine endliche Sequenz von Symbolen aus dem Alphabet. Symbole aus dem binären Alphabet sind also Nuller und Einser. Das heißt, jetzt kriegt er das erste Element aus der Eingabe, sagen wir mal, es ist eine Null. Und was er dann tut, ist, er geht über in einen neuen Zustand. Wer kann raten, in welchen Zustand dieser übergehen wird? Einfache Frage, irgendjemand kann es, ja, bitteschön. Genau, von Q0 gehen wir zu Q1, wenn wir die 0 einlesen. Danach lesen wir eine 1, wohin gehen wir dann? Q1, sehr gut. Wir sind an dem Punkt, wo manche Leute schon machen. Okay, also. Reicht es? Ist Ihnen allen klar, was passiert? Nicken Sie einmal kräftig, wenn es offensichtlich ist. Sehr gut. Dann sind wir alle beieinander. Kann man schneller machen. Wir verarbeiten also die Eingabe weiter. Irgendwann sind wir durch die Eingabe durch, weil es ist ja eine endliche Eingabe. Ja? Wörter sind alle endlich. Das mag eine ganze Weile dauern, aber irgendwann ist ein Ende. Und dann am Ende ist der Automat in irgendeinem Zustand. Und dann können wir nachgucken, ob dieser Zustand in F ist, also ob er ein akzeptierender Zustand ist oder nicht. Und je nachdem, ob es ein akzeptierender Zustand ist oder nicht, geben wir aus, akzeptiert oder nicht akzeptiert. Fertig. Okay? Und damit können wir entscheiden, ob ein Wort in einer Sprache ist, ne? Indem wir einfach gucken, ob er am Ende akzeptiert oder nicht. Das ist eine Frage. Ja, hier ist eine gute Bemerkung. Wie Sie sehen, ist es durchaus möglich, aus einem akzeptierten Zustand auch wieder rauszuspringen. Und wenn das passiert, dann sind wir halt wieder in einem anderen Zustand. Ja? Also während, das ist wichtig zu verstehen, während der Automat die Eingabe verarbeitet, kann er beliebig in akzeptierende Zustände rein und wieder rausspringen. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir können also während wir verarbeiten, manchmal an einem akzeptierten Zustand vorbeikommen und dann huscht er an uns vorbei und wir springen wieder woanders hin und am Ende kommen wir wieder zurück. Ja? Stellen Sie sich zum Beispiel bei der Waschmaschine vor, eine Möglichkeit wäre die Entscheidung, ob die Türe aufgeht oder nicht, wenn ich auf den Knopf drücke. Ja, da kann es durchaus sein, dass es zwischendurch Phasen gibt in der Wäsche, wo die Türe aufgehen darf und dann gibt es wieder Phasen, wo sie zubleiben muss. Und irgendwann am Ende geht sie hoffentlich auf. Das ist also okay und das funktioniert, um Ihre Frage vielleicht noch ein bisschen weiter zu verarbeiten. Das funktioniert, warum? Weil wir wissen, dass die Eingabe in diesen Automaten ein Wort ist und Worte sind endlich. Und die ganze Idee ist, dass der Automat das Wort dem Buchstaben nach abarbeitet.
Und weil sie endlich sind, wird er irgendwann am Ende fertig sein. Und wir einigen uns darauf, dass wir nur am Ende der Eingabe überhaupt uns dafür interessieren, ob der Automat in einem akzeptierten Zustand ist oder nicht. Wenn er vorher irgendwann mal durchgelaufen ist durch den akzeptierten, ist uns völlig egal. Okay? Das ist vielleicht der wichtigste Teil an diesem ganzen Ding. Ja? Nochmal den Schritt nach Q1. Also, wir fangen an, wir schalten die Maschine an. Jetzt sind wir, das bedeutet, wir fangen bei Start an, jetzt sind wir bei Q0. Und jetzt kommt ein Wort. Es gibt genau ein Wort, das wird verarbeitet. Das ist gegeben. Das hat irgendjemand in der Tastatur eingegeben oder wie auch immer. Und jetzt wird dieses Wort verarbeitet. Sagen wir mal, das Wort ist die Sequenz 00010. Okay, es sind schon ein bisschen viele Buchstaben. Schauen wir mal. Dann fangen wir an bei Q0. Wir lesen eine 0, gehen wir zu Q1. Noch eine 0, gehen wir zu Q3. Dann kommt noch eine 0, gehen wir zu Q1. Dann kommt vielleicht eine 1, bleiben wir bei Q1. Und am Ende kommt eine 0, gehen wir zu Q3. Dann sagen wir, diese Eingabe ist akzeptiert. Vielleicht ist die Eingabe aber noch nicht fertig, sie geht noch weiter. Kommt nochmal eine 1. Mist, gehen wir wieder zu Q1. Und dann ist es keine akzeptierende Eingabe. Dann ist einfach am Ende der Automat in einem Zustand Q1 und sagt, nicht akzeptiert. Okay, gut. Jetzt ist es, muss ich zwei technische Sachen machen, die uns vielleicht, die leider so ein bisschen einfach so Technicalities sind, mit denen wir kurz einmal umgehen müssen. Ein Problem ist, ich habe hier in diesem Bild sehr mir Mühe gegeben, darauf zu achten, dass übrigens, nur nebenbei, Sie sehen, manchmal male ich so einen Pfeil für jede einzelne mögliche eingelesene Symbol und manchmal male ich so einen Pfeil wie hier, der einfach heißt, wenn entweder eine 0 oder eine 1 kommt, dann mache ich das. Ja, das macht es ein bisschen einfacher, die Notation. Das andere ist, in diesem Diagramm habe ich mir sehr Mühe gegeben, darauf zu achten, dass für jeden Zustand und jedes mögliche nächste eingelesene Symbol ein Pfeil da ist. Sowas nennt man eine sogenannte totale Übergangsfunktion. Nämlich eine Übergangsfunktion, die definiert ist für alle möglichen Kombinationen von Zustand und Symbol. Und wir werden davon ausgehen, dass in unseren Anwendungen immer die Übergangsfunktionen total definiert sind. Und da gibt es jetzt so ein bisschen Variation zwischen den Lehrbüchern, ob man davon ausgeht, dass das so ist oder nicht. Und manchmal ist es vielleicht hilfreich zu sagen, ich will das nicht alles hinschreiben, ich definiere einfach nur Übergänge, die mich interessieren. Wenn man das so tut, das nennt man eine partielle Übergangsfunktion, dann muss man ein bisschen mehr aufpassen in Beweisen, dass man sich sicher ist, dass immer nur erlaubte Übergänge gemacht werden. Glücklicherweise kann man sehr gut mit diesem Problem umgehen. Man kann nämlich sagen, dass falls einem jemand einen endlichen Automaten gibt, welcher eine sogenannte partielle Übergangsfunktion hat, das heißt, dass in dem Bildchen, das wir hier gemalt haben, in diesem Zustandsdiagramm, bestimmte Übergänge nicht definiert sind. Zum Beispiel, wenn wir in Q0 sind und eine 1 einlesen, dann gibt es keinen Pfeil dafür, wissen wir nicht, was wir machen. Ja? Oder wenn wir in Q2 sind und eine 0 einlesen, dann wissen wir nicht, was wir machen. In solchen Fällen nehmen wir einfach an, dass wir quasi automatisch, das ist wie so eine Art Fallback, wie Sie das auch aus Programmiersprachen kennen, ne? Race Exception. Ja? Da definieren wir einen dritten Zustand, der heißt U für undefined, unbekannt. Und immer wenn hier eine Eingabe kommt, die nicht bekannt ist, dann gehen wir da hin. Und in dem unbekannten Zustand, der ist so eine Art Sackgasse. Wenn man da reingeht, dann bleibt man da immer drin, egal was danach kommt. Ja? Offensichtlich ist danach alles vollständig definiert, einfach per Definition. Und wir sind wieder sicher. Ja, das muss ich einmal nur kurz erwähnen. Ist nicht so wahnsinnig wichtig, falls Sie es nicht so ganz verstanden haben, ist in Ordnung. Ich werde ab und zu darauf verweisen, dass wir davon ausgehen, dass die Übergangsfunktion ja total ist. Ja, Frage. Die Frage ist, ist es wichtig, zwischen verschiedenen undefinierten Zuständen zu unterscheiden? Nein, denn alle undefinierten Zustände haben die Eigenschaft, dass sie in der Sackgasse sind. Ja, also vielleicht kennen Sie es aus der Programmiersprache, da ist es irgendwie hilfreich zu verstehen, warum man in diesem undefinierten Zustand ist. Für Sie als ProgrammiererIn ist es hilfreich, eine Exception zu bekommen mit einer Botschaft. Ey, du bist hier aus dem Zustand Q1 in undefiniert gefallen oder aus dem Zustand Q3. Darum kümmern wir uns nicht, weil wir bauen ja nur einen theoretischen virtuellen Computer. Wir brauchen keine sinnvollen Warnungen an den Programmierer. Ja, wir geben einfach nur aus, falsch, geht nicht weiter. So. Okay, jetzt habe ich Ihnen diese Geschichte erzählt. Ja, wir haben darüber geredet, wir haben diesen Graphen angeschaut, wir haben überlegt, was da passiert. Und im Prinzip habe ich damit schon genau gesagt, wie diese endlichen Automaten funktionieren. Ich habe es aber noch nicht aufgeschrieben.
Ja, wir haben jetzt nur so, wir haben alle jetzt das gleiche Bild im Kopf, das sind diese Zustände und dann kann man einlesen und hin und her springen und so. Jetzt müssen wir es aber noch sauber definieren. Das heißt, das, was wir gerade besprochen haben, übertragen wir jetzt in eine saubere Definition. Diese Definition nennt man die Berechnung des Automaten. Eine Folge von Zuständen des Automaten, Sie erinnern sich, die Zustände sind das erste Element des Tupels, heißt Berechnung des Automaten M, der dieses Fünftupel ist, auf einem Wort W1 bis Wn, Buchstaben W1 bis Wn, falls Folgendes gilt. Erstens, der erste Zustand ist der Startzustand, Q0. Ja, wir haben gesagt, der Automat fängt immer an in Q0, das ist diese Zeile hier. Und zweitens gilt danach für die Sequenz dieser Übergänge, dass für jedes Element der Folge gilt, dass der Zustand I plus 1 gleich dem Wert der Übergangsfunktion auf dem Zustand SI und dem Buchstaben WI plus 1 ist. Das klingt so ein bisschen rückwärts, aber es definiert genau das, was wir gerade besprochen haben. Ja? Also eigentlich können Sie sich die Definition auch andersrum vorstellen. Wir generieren die Berechnung, indem wir anfangen auf gleich Q0 und dann das Wort einlesen, W1, W2, W3, W4, W5 und dabei jedes Mal nachschauen in der Übergangsfunktion, was passiert und uns vorwärts bewegen. Und jede andere Folge ist einfach keine Berechnung, weil das genau ist die Definition der Berechnung. Hier ist nochmal ein Beispiel dafür. Ich glaube, dadurch können wir jetzt relativ schnell durchgehen, weil ich habe das Gefühl, dass Sie alle schon ganz kräftig nicken, ja, und so ein bisschen fast schon gelangweilt sind. Also machen wir es zackig. Hier ist ein Automat. Nochmal, ist also ein Fünftupel. Was war das erste Element des Fünftupels? Die Zustandsmenge. Die sieht so aus. In diesem Fall dieser Automat drei Zustände, Q0, Q1, Q2. Zweitens brauchen wir ein Alphabet. Das ist das binäre Alphabet, 0 und 1. Drittens brauchen wir Startzustände und Endzustände. Der Startzustand heißt Q0. Das ist übrigens per Konvention so. Und zweitens brauchen wir Endzustände, F. Wir entscheiden uns einmal mehr, nur einen Endzustand zu benutzen. Aber behalten Sie im Kopf, es dürfen durchaus mehrere sein. Q1, also malen wir die alle hin. Hier ist das Zustandsdiagramm dazu. Q0, Q1, Q2, wir malen den Startpfeil zu Q1, wir malen die doppelten Ringe für die akzeptierenden Zustände um Q1 und jetzt müssen wir uns um die Übergangsfunktion kümmern, die steht hier drüben. Funktionen kann man auf endlichen Mengen als Tabellen darstellen. Also, wenn man alle möglichen Paare von Q und Buchstabe aus dem Alphabet, können wir hier nachlesen, wo wir hingehen, wenn wir in einem bestimmten Zustand sind und einen bestimmten Buchstaben lesen. Und diese Einträge hier in der Tabelle definieren, wo die Pfeile hingehen von einem Zustand zum anderen. Könnte durchaus eine Übungsaufgabe oder eine Klausuraufgabe sein, dass wir Ihnen so eine Tabelle geben und diese Mengen da oben und sagen, malen Sie mal das Zustandsdiagramm. Typischerweise so Aufgabe 1 oder so. Ne? Okay, und dann können Sie sich vorstellen, dass man so eine Berechnung durchführen kann. Die lese ich jetzt nicht nochmal vor, ich glaube, das ist allen klar, oder? Nicken Sie einmal kräftig, wenn Ihnen das jetzt klar ist. Ah, das ist relativ weit verbreitetes Nicken. Und ein paar Leute schreiben noch auf. Okay, gut. Jetzt kommen wir zur leichte nochmal Erweiterung. Ein angenehmes Werkzeug, das wir jetzt brauchen, ist die offensichtliche Frage, die wir jetzt natürlich stellen möchten, ist, ich gebe dem Automaten ein Wort, nicht nur ein Buchstaben, sondern ein Wort. Und dann möchte ich wissen, wo die Berechnung endet. Ja? Die Antwort auf diese Frage wird geliefert durch ein Objekt, das nennen wir die erweiterte Übergangsfunktion. Die erweiterte Übergangsfunktion ist das zur Übergangsfunktion, was die klinische Hülle zum Alphabet ist, nämlich so eine Art Verkettung von den Übergängen von einem Buchstaben zum anderen. Noch einmal, was wir versuchen zu tun, ist die Funktion aufzuschreiben, die uns sagt, wo die Berechnung endet, wenn sie mit W1 anfängt und dann durch die Sequenz W1, W2, W3 und so weiter bis Wn durchgeht. Schauen wir mal, ob wir das sauber definieren können. Das machen wir induktiv. Wir sagen erstens, die erweiterte Übergangsfunktion auf einem beliebigen Zustand und dem leeren Wort, also dem Wort, das aus genau 0 Buchstaben besteht, die ist einfach der Buchstabe selber. Das heißt, wenn der Automat im Zustand Q ist und nichts liest, dann macht er nichts.
Bleibt also einfach stehen. Zweitens, für alle Wörter aus der klinischen Hülle, also für alle Sequenzen von Buchstaben und für alle einzelnen Buchstaben aus dem Alphabet Sigma und für alle Zustände Q setzen wir, und das ist hier das Business End, da wo es passiert, dass die erweiterte Übergangsfunktion eines Zustandes Q auf dem Wort, das aus dem Präfix W und dem Suffix A besteht, gleich rekursiv definiert die Auswertung der Übergangsfunktion auf der erweiterten Übergangsfunktion auf dem Wort W startend vom Zustand Q ist und danach einmal den Buchstaben A einlesen und die Übergangsfunktion ausführen. Ist Ihnen diese Definition klar? Ist Ihnen intuitiv klar, warum die uns das Ergebnis der Berechnung auf einem Wort liefert, wenn wir mit Q0 anfangen? Ein paar Leute nicken und ich glaube, jetzt haben ein paar aufgehört zu nicken. Also noch einmal, wenn ich mit einem Q0 anfange und dann ein Wort W eingebe, nehmen wir das Wort mal V, ja, V eingebe, dann können Sie quasi rekursiv durch diese Definition durchgehen und einmal anfangen mit dem allerersten Buchstaben in diesem Wort V und dann den nächsten Buchstaben, die danach anfangen zu verarbeiten. Ja? Also Sie fangen an mit Delta Stern von Q und dem leeren Wort, das ist einfach Q, ersetzt sich. Danach kommt der erste Buchstabe vom Wort und auf dem wird Delta ausgewertet. Was Delta ist, wissen wir, die Übergangsfunktion. Und danach machen wir nach rechts einfach weiter und lesen das Wort der Reihe nach durch. Dann kriegen wir am Ende einen Zustand raus, der entspricht dem, wo der Automat endet, wenn er anfängt mit Q0 und dann das ganze Wort verarbeitet. Macht es jetzt mehr Sinn? Manchmal braucht man einfach nochmal 15 Sekunden, um nachzudenken. Okay, jetzt gibt es noch hier diesen Spezialfall, ich habe gerade schon erwähnt, wir gehen davon aus, dass die Übergangsfunktion immer total ist. Wenn sie nicht total ist, kann man wieder genau das Gleiche machen und auch wieder so ein Undefined einfügen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Okay, so, jetzt haben wir also sauber beschrieben, wie die Berechnung des Automaten verläuft. Wir haben aber noch nicht gesagt, was eigentlich akzeptierende Zustände sind. Das müssen wir noch kurz definieren. Eine Berechnung akzeptiert das Wort W, falls dieselbige erweiterte Übergangsfunktion Delta Stern auf W in der Menge der akzeptierten Zustände F ist. Wobei ich vielleicht genauer, jetzt habe ich schon einen kleinen Fehler gemacht, ne? Ich hätte vielleicht schreiben sollen, Delta Stern auf, welche die Reihenfolge? Delta Stern auf Q0, W. Kann ich das mal noch kurz fixen? Habe ich das offen hier? Kann ich da schnell drauf tippen? Wo haben wir es? Delta Stern Q0, W. Schauen wir mal, ob es funktioniert oder ob ich jetzt gleich meinen LaTeX hier verbockt habe. Jawohl, so, okay. Also, wenn wir anfangen auf Q0 und dann W verarbeiten und danach in einem akzeptierten Zustand sind, dann heißt das, dass der Automat das Wort W akzeptiert. So, und jetzt haben wir endlich, können wir es einmal sauber aufschreiben, die von einem deterministischen endlichen Automaten, auf Englisch Deterministic Finite Automaton, so wird es betont, DFA, akzeptierte Sprache, die nennen wir L von M für Language of M oder auch, wenn Sie möchten, Lingo von M, ist die Menge der Wörter, die von dem Automaten M akzeptiert werden. Das heißt, sie ist die Menge aller Wörter aus der klinischen Hülle, die Eigenschaft hat, dass wenn wir auf ihr die Berechnung durchführen, dass sie dann akzeptiert wird. Auch hier ist wieder dieser kleine Fehler, da werde ich gleich nochmal sicherheitshalber noch einmal nachführen. Und hier ist auch der Satz, über den wir schon gesprochen haben. Ja, es kann durchaus passieren, dass wir während der Verarbeitung des Wortes immer mal wieder rein und rausspringen aus akzeptierten Zuständen. Das ist egal. Das hat nichts mit dem Akzeptieren eines Wortes zu tun. So, und jetzt haben wir was, worüber wir nachdenken können. Wir haben jetzt also einen Computer definiert mit seinen, sagen wir mal, Mitgliedern. Ja, das ist eine Klasse, die hat Elemente, nämlich Zustände, ein Alphabet, das hier akzeptiert, eine Übergangsfunktion, ein Startzustand und mehrere möglicherweise akzeptierende Zustände.
Und auf dem haben wir eine Berechnung definiert. Wir haben darüber geredet, wie so ein Automat so ein Wort verarbeitet. Und jetzt können wir fragen, was ist die Menge aller Wörter, die er akzeptiert? Und was ist die, das sind dann notwendigerweise die anderen Wörter, die er deswegen nicht akzeptiert. Ja. Nein. Wir gehen schon davon aus, dass Berechnungen immer im Startzustand anfangen. Also es ist nicht, Q0 ist nicht ein beliebiger Zustand. Q0 ist der Startzustand. In der Definition, wie sie hier drin steht, hier oben da. Wir nehmen immer an, dass wenn wir die Maschine anschalten, dass sie erst in den Startzustand geht. Sonst wird es kompliziert mit der Definition. Okay, hier unten ist wieder so ein Automat. Sie können sich übrigens immer gerne überlegen, was die Sprache ist, die dieser Automat akzeptiert. Vielleicht, ich mach's gar nicht. Können Sie mal selber drüber nachdenken. Okay, also hier nochmal kurze Zusammenfassung. So ein endlicher deterministischer Automat, deterministischer endlicher Automat identifiziert also eine Sprache, definiert durch genau die Wörter, auf denen, wenn er sie verarbeitet, er vom Startzustand übergeht in einen Endzustand. Ich habe überall das Q0 weggelassen. Ja, sehen Sie schon. Vielleicht gehen wir einfach davon aus, dass ich das so meine. Und jetzt ist die Frage, eine typische Frage, die wir stellen, ist, hier ist ein Automat, was ist die Sprache, die er akzeptiert? Das ist die einfache Frage quasi, gegeben einen Automat, was ist die Sprache, die er akzeptiert? Und viele der Übungsaufgaben, die Sie jetzt bekommen werden in dieser Phase der Vorlesung, sind genau von diesem Typ. Hier ist ein Zustandsdiagramm oder hier ist eine Übergangsfunktion und Zustandsmengen und malen Sie mal ein Zustandsdiagramm und dann sagen Sie uns bitte, welche Sprache dieser Automat akzeptiert. Oder genau umgedreht, hier ist eine Sprache, die wir gerne definieren möchten, die Menge aller Binärzahlen, die durch 2 teilbar sind oder die Menge aller binären Sequenzen, die mit 0 anfangen und mit 1 aufhören oder die Menge aller Binärsequenzen, die mindestens 2 Nuller enthalten, die Menge aller Binärsequenzen, die eine gerade Anzahl 0 enthalten und so weiter und so weiter. Bitte malen Sie einen endlichen Automaten auf, Zustandsdiagramm, der genau diese Sprache erkennt. Und das bedeutet dann immer für Sie, Sie müssen also ein Zustandsdiagramm malen, so dass alle Wörter, die diese Eigenschaft haben, die die Sprache definiert, in einem akzeptierenden Zustand enden und alle anderen Wörter nicht in einem akzeptierenden Zustand enden. Und dann gibt es noch eine kompliziertere Frage, das ist die, mit der wir uns jetzt beschäftigen möchten, das ist die Verallgemeinerung dessen, nämlich nicht über einen einzelnen Automaten nachzudenken, sondern über die Menge aller Sprachen, welche wir durch einen endlichen Automaten akzeptieren lassen können. Das ist gleich eine richtige Informatikfrage. Ne? Vorher die Frage nach, was ist der Automat, der ein Problem löst, das ist quasi die Programmierfrage. Und diese allgemeinere Frage ist die Frage nach dem, ist die informatische Frage. Ja? Gegeben, dass also die Menge aller Sprachen ist die Potenzmenge der klinischen Hülle, ist eine unendliche Menge. Da sind ganz schön viele verschiedene Sprachen drin. Wir haben jetzt eine Art von Computer erfunden für uns im Kopf. Jetzt ist die Frage, diese Art von Computer, kann die eigentlich alle Sprachen erkennen oder kann die nur bestimmte Sprachen erkennen? Was sind die Eigenschaften dieser Sprachen, die sie erkennen kann? Und ich hoffe, Sie sind bei mir, dass das die Art von Frage ist, die irgendwas mit Berechenbarkeit zu tun hat. Ja? Also wenn eine Sprache erkennen etwas berechnen ist, nämlich entscheiden, ob eine Aussage wahr oder falsch ist, dann fragen wir damit, ob diese Art von Computer, die wir uns gerade ausgedacht haben, diese Waschmaschine, welche Art von Rechnungen die eigentlich durchführen kann. Also nicht die eine Waschmaschine, sondern der Satz aller deterministischen endlichen Automaten. Ist einigermaßen klar, warum das eine spannende Frage ist? Jetzt nicken gar nicht mehr so viele. In der Mitte da sitzen jetzt da drüben Einzelne. Nochmal kurz zusammengefasst. Ja? Vielleicht mache ich das gleich auf der nächsten. Ich mache es einfach hier. Ja? Wir haben uns diese Art von Computer ausgedacht. Und vielleicht ist Ihnen schon klar geworden, irgendwie ist das ein sehr einfacher Computer. Der sieht nicht so aus wie das Ding, was ich vor mir sitzen habe. Ja? Das ist kein, der hat, also zunächst mal hat er nicht so richtig eine Tastatur, sondern der hat eher so eine Art, ja, das ist eher so eine Art Steckplatz, ja? wo ich einmal ein Wort reinschieben kann. So eine Art wie eine Lochkarte reinstecken oder so. Ja? Die wird dann verarbeitet. Und er hat endlich viele Zustände, in denen er sein kann. Was er insbesondere nicht hat, was hat er denn zum Beispiel nicht? Welche Bautgruppen eines modernen Computers fehlen denn in diesem endlichen Automaten? Ein Speicher, ja, ganz offensichtlich.
Also diese Maschine hat keine Möglichkeit, sich irgendwas zu merken. Die kann nur der Reihe nach durch diese Verarbeitung durchgehen. Und natürlich wird das Fehlen des Speichers ein Riesenproblem sein irgendwann. Ja? Und was wir jetzt tun ist, wir kriegen erstmal ein Gefühl dafür, warum es ein Problem ist, keinen Speicher zu haben. Welche Art von Sprache können also Computer, die keinen Speicher haben, erkennen? Und diese Art von Sprache nennen wir genau die Menge aller Sprachen, für die es einen endlichen, deterministischen, endlichen Automaten gibt, der sie akzeptiert. Und die nennen wir die Menge der regulären Sprachen, auch abgekürzt REG, R-E-G, für regulär. Die regulären Sprachen sind also die Teilmenge der Potenzmenge über der klinischen Hülle, also die Menge aller Mengen von Wörtern, für die wir einen endlichen deterministischen endlichen Automaten finden können. Sie merken schon, ich vergesse immer das Deterministische, da gibt es einen guten Grund dafür, kommen wir dann nächste Woche dazu. Für die es einen deterministischen endlichen Automaten gibt, welcher diese Sprache erkennt. Okay, und kurze Vorschau, das ist nicht die einzige Art, die regulären Sprachen zu definieren. Wir hätten das auch anders tun können, nicht auf der, sagen wir mal, informatischen Ebene, indem wir einen Computer erfinden, sondern eher auf der linguistischen, indem wir eine bestimmte Grammatik erfinden. Und die Tatsache, dass das geht, ist eine der spannenden Erkenntnisse, die wir in den nächsten paar Wochen miteinander machen werden. Ja, wir reden jetzt erstmal weiter über diesen Computer, weil wir hier in der Informatikvorlesung sind, und dann nächste Woche überlegen wir uns noch, was das mit Sprachen zu tun hat, ja, Programmiersprachen und so. Also, jetzt kommt eine kurze Behauptung, da können wir einmal checken, ob alle mit dabei sind. Erste Behauptung: Die Sprache des leeren Wortes, das ist nicht die leere Sprache, die Sprache des leeren Wortes ist regulär. Warum? Wir können einen Automaten definieren, der in einem Zustand einfach immer bleibt. Genau, also das sind quasi zwei Sachen, die Sie auf einmal gesagt haben. Die erste Antwort ist, sie ist regulär, weil wir einen endlichen Automaten definieren können, der sie akzeptiert. Das ist genau die Definition von REC. Jetzt natürlich die Gegenfrage, die Sie schon beantwortet haben, fast, ist, wie sieht denn dieser Automat aus? Schreib ihn bitte hin. Kann mir jemand sagen, wie dieser Automat aussieht? Der ist sehr einfach zu malen. Ja, hier bitte. Also, während ich schreibe, vielleicht haben Sie alle im Kopf schon überlegt, wie der Automat aussieht. Der hat genau einen Zustand Q0. Das ist der Startzustand und der ist akzeptierend. Fertig. Ja? Die Sprache dieses Automaten ist die Sprache des leeren Wortes. Genau genommen, halt, falsch, nicht richtig, vergessen ein, geht schon gut los. Braucht natürlich zwei Zustände. Warum? Warum war das Erste, was ich hingemalt habe, falsch? Genau. Das, was ich zuerst gemalt habe, würde ja alles akzeptieren. Nicht nur das leere Wort, sondern alle. Und das, was ich hier gemalt habe, ist hoffentlich richtig. Okay, ja, das ist ein Automat, der nur das leere Wort akzeptiert. Und sobald die Eingabe anfängt, springt er wohin, wo er immer bleibt und kommt nie wieder zurück. Ja, Frage? Ah, ein sehr guter Punkt. Okay, also, ja, ich habe mich schon selber überlistet mit der erweiterten Übergangsfunktion. Mit der totalen Übergangsfunktion. Sehr gut eigentlich. Können wir ja mal kurz drüber sprechen. Ne? Ich habe ja vorher gesagt, wir gehen davon aus, dass die Übergangsfunktion total ist. Und wenn sie nicht total ist, dann machen wir das da im Prinzip. Ne? Also ich könnte auch diesen Zustand einfach unen, und dann ist es genau das, was jetzt gerade passiert ist. Das heißt, ich habe jetzt quasi der Vollständigkeit halber einmal, also ohne den Pfeil, komplett ohne Pfeil, hätte ich sagen können, habe ich eigentlich recht, genau aus dem Grund, dass Sie gerade erwähnt haben. Falls Sie es nicht verstanden haben, gehen Sie nochmal zurück zu der Slide über die totale und partielle Übergangsfunktion. Noch eine schnelle Frage, und dann machen wir Pause. Sagen wir mal, die leere Sprache.
die ja auch eine Sprache ist, weil die leere Menge ist die Teilmenge von allen Mengen, ist die auch regulär. Ah, das stand nicht auf den Slides und da hat vorher keiner drüber nachgedacht. Möchte ich mal raten. Ja? Ja, ich glaube schon, weil wir können den Zustand 0 weglassen, oder was die rechten Schadzustand auch angefangen werden. Genau. Wir können genau das machen. Wir können einfach ein. Wir können, also denken Sie mal dran, in der Definition des endlichen Automaten steht, dass die Menge der akzeptierenden Zustände eine Teilmenge von Q sein muss. Keine echte Teilmenge, einfach nur eine Teilmenge. Das heißt, die darf auch die leere Menge sein. Es darf auch Automaten geben, die einfach nichts akzeptieren. Und das hier ist so einer. Wir können auch noch einen Pfeil dran malen mit dem U oder wir können auch einfach sagen, irgendwie sowas hier. Ja. Ist einfach ein Automat, der keinen Kringel hat, keinen Kreis hat mit einem doppelten Ring außenrum. Der akzeptiert gar nichts. Ist auch regulär. Zwei, hier oben steht noch, endliche Sprachen sind immer regulär. Das machen wir noch kurz, einfach damit wir vorankommen. Also, Sprachen, die aus endlich vielen Wörtern bestehen, sind immer regulär. Warum? Der erste Teil der Antwort wissen Sie schon, den können Sie einfach sagen. Da sparen Sie sich, ja. Genau, der Satz war, endlich viele Wörter, gibt endlich viele Pfade, dann machen wir für jeden von denen einen Zustand. Ist Ihnen das klar? Also ich könnte mir, wenn ich eine endliche Sprache habe, dann gibt es ein Wort, das das längste ist in dieser Sprache. Ja? Jetzt könnte ich mir, ich male das Bild nicht auf, weil es schnell verwirren wird, so eine Art Baum malen. Ich fange mit Q0 an. Und dann mache ich, sagen wir mal, das Alphabet ist binär, dann mache ich den Binärbaum, der von Q0 anfängt und alle möglichen Pfade einfach als Zustandsraum generiert. Macht das Sinn? Ja, nicken ein paar Leute. Wenn es Ihnen nicht Sinn macht, dann denken Sie in der Pause drüber nach. Und weil die Sprache endlich ist, kann ich den Baum genau so lang machen, wie das längste Wort in der Sprache plus 1. Und einfach sagen, alles, was danach kommt, ist immer nicht akzeptiert. Also wenn das Wort länger ist als das längste Wort in der Sprache, ist es nicht akzeptiert. Und für alle anderen Worte von Länge kleiner gleich dem längsten Wort in der Sprache, gibt es einen Zustand, genau einen übrigens, in diesem endlichen Automaten, welcher genau der Verarbeitung dieses Wortes entspricht. Und da muss ich einfach nur nachgucken, ob dieses Wort in der Sprache drin ist oder nicht. Und dann weiß ich, ob ich diesen Zustand akzeptierend mache oder nicht. Fertig. Okay? Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einmal so, die 10 jetzt zurück zu den regulären Sprachen. Und ich komme zu Ihrer Frage. Wir haben jetzt also gesagt, wir nennen die Menge der Sprachen, für die wir einen endlichen Automaten konstruieren können, die nennen wir REG. Insbesondere gehört zu REG die leere Sprache, die Sprache, die genau aus der leeren Menge besteht, die also kein einziges Wort akzeptiert. Und Ihre Frage ist, wie funktioniert das nochmal? Und jetzt mache ich was ganz Fieses und sage, genau das machen Sie in der Präsenzübung nächste Woche. Reden Sie mit Ihrem Tutor, Ihrer Tutorin, die erklärt es Ihnen nochmal. Stattdessen machen wir jetzt weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich der Informatiker oder die Informatikerin stellt, vielleicht nicht notwendigerweise die Programmiererin oder der Programmierer, aber jemand, der das als Wissenschaft wahrnehmen möchte. Wie sieht denn REG eigentlich aus? Was ist denn die Menge aller Sprachen, für die es endliche Automaten gibt? Wie können wir die charakterisieren? So, was machen denn MathematikerInnen, wenn sie eine Menge charakterisieren wollen? Was ist denn so ein Werkzeug, so ein mentales Werkzeug, um zu charakterisieren, wie eine Menge aussieht? Ja? Genau, Sie sagen bestimmte Eigenschaften. Was genau für Eigenschaften? Teilbarkeit. Teilbarkeit. Sie denken über so eine Art Geometrie nach auf dem Satz, also an der Menge, auf der Menge. Vielleicht meinen Sie sogar das Richtige. Ich suche nach etwas anderem. Wir suchen nämlich nach Operationen. Abgeschlossenheit unter bestimmten Operationen. Das ist eine typische Art und Weise, wie man Mengen charakterisieren kann.
Zum Beispiel kennen Sie das von den Zahlen. Ja, Sie haben die Menge der natürlichen Zahlen kennengelernt als etwas, das abgeschlossen ist unter bestimmten Operationen. Insbesondere, dass man darauf Nachfolgeoperationen definieren kann und dann schauen kann, was die für Eigenschaften haben. Ja? Und dann haben Sie da Algebra gemacht, Plus und Minus und so weiter. Haben Sie gemerkt, dass sie nicht abgeschlossen ist unter Minus, aber abgeschlossen unter Plus und so weiter. Ja? Genau das machen wir jetzt auch mit REC, mit der Menge der regulären Sprachen. Und das Erste, was wir zeigen werden, ist eine vergleichsweise einfache Behauptung, nämlich, dass REC, also die Menge der regulären Sprachen, also die Menge der Sprachen, für die es einen deterministischen endlichen Automaten gibt, welcher diese Sprache akzeptiert, dass sie abgeschlossen ist unter Komplementbildung. Das bedeutet, wenn wir eine reguläre Sprache haben, also eine Teilmenge der Potenzmenge der klinischen Hülle, dann ist deren Komplement in der klinischen Hülle auch eine reguläre Sprache. Also alle die Wörter, die nicht in der Sprache sind, die bilden auch eine Sprache. Warum? Zunächst mal, für alle die jetzt gerade nicht die Hand heben und noch überlegen, wenn so eine Frage gestellt wird, ist eine Frage, überlegen Sie erstmal, was die Antwort darauf ist formal. Die Definition einer regulären Sprache ist, dass es dafür einen endlichen Automaten gibt, welcher sie akzeptiert. Das heißt, Sie wissen eigentlich schon die Antwort auf die Frage, nämlich, was ist der Beweis für die Behauptung? Dass es einen endlichen Automaten gibt, welcher diese Komplementsprache akzeptiert. Ja? Schau mal da so ein bisschen so da drüben in diese Ecke, wo nicht so viel Nicken ist, typischerweise, oder da drüben. Ist das klar? Also um zu beweisen, dass die Komplementsprache regulär ist, müssen wir so einen endlichen Automaten bauen. Das haben wir also verstanden, was der Ziel des Beweises ist. Wie sieht dieser endliche Automat aus? Ich warte immer noch so ein bisschen, ob von links und rechts noch was passiert. Machen wir es langsam, Schritt für Schritt. Einen endlichen Automaten definieren, was heißt das? Das heißt, dass ich dieses Tupel hinschreiben muss. Ein endlicher Automat ist ein Fünftupel. Das besteht aus Q, Sigma, Delta, Q0 und F. Ja, also der Beweis wird daraus bestehen, dass wir einen Automaten hinschreiben, welcher genau ein Q hat, ein Sigma, ein Delta, ein Q0 und ein F. Und wir müssen uns fragen, was sind die? Und gegeben ist natürlich ein endlicher Automat, weil wir wissen ja, eine Sprache L, die in REC ist, für die haben wir einen endlichen Automaten. Dieser endliche Automat besteht aus Q, Sigma, Delta, Q0 und F. Und unsere Aufgabe besteht daraus, einen neuen Automaten zu bauen, der irgendwas mit diesem Q, Sigma, Delta, Q0 und F macht. Was müssen wir ändern, damit wir einen Automaten haben, welcher diese Komplementsprache akzeptiert? Das F. Genau. Wir müssen die akzeptierten Zustände verändern. Auf was müssen wir es ändern? Auf das Komplement. Ja, hier ist der ganze Beweis im Prinzip. Wir vertauschen einfach alle akzeptierenden Zustände mit nicht akzeptierenden Zuständen und umgekehrt. Und dann wird der Automat notwendigerweise genau das, was er vorher nicht akzeptiert hat, akzeptieren und genau das, was er akzeptiert hat, nicht mehr akzeptieren. So ist die Idee. Schöner Satz. Jetzt schreiben wir es einmal sauber hin. Ja? Genau so funktionieren diese Beweise immer. Dieser Beweis ist hier für Sie im Wesentlichen, also klar, ist eine wichtige Eigenschaft, Abgeschlossenheit oder Komplement, aber ist wichtig für Sie, um zu verstehen, wie diese Beweise funktionieren. Ja, also immer, wenn irgendwo eine Aufgabe steht, zeigen Sie, dass folgende Eigenschaft auf REC gilt. Sie ist abgeschlossen unter. Hä? Dann heißt es, okay, gegeben einen Automaten, welcher eine Sprache akzeptiert oder mehrere Sprachen, wir bauen einen neuen Automaten. Automaten sind Fünftupel, also angenommen, wir haben eine Sprache L, die regulär ist. Das heißt, per Definition, es gibt einen deterministischen endlichen Automaten, der ist ein Fünftupel, das sieht so aus, welcher L akzeptiert. Das ist quasi, steht quasi in der Definition schon drin, oder in dem Anfang des Satzes. Jetzt bauen wir uns einen neuen Automaten, den nennen wir M quer für das Komplement, den Komplementautomaten. Der ist natürlich auch ein Fünftupel und jetzt überlegen wir uns, was wir da brauchen. Wir nehmen die gleichen Zustände, das gleiche Alphabet, die gleiche Übergangsfunktion, den gleichen Startzustand, aber als Menge der akzeptierten Zustände genau das Komplement der akzeptierten Zustände des vorherigen Automaten. Die definieren wir so, das ist einfach nur die Schreibweise für das Komplement, also das die Mengenminus von auf Q. Übrigens ist das tatsächlich natürlich eine Teilmenge von Q, einfach per Definition. Und dann schreiben wir einen schönen Satz hin, der das wirklich formal einmal zeigt.
Angenommen, wir haben ein Wort wie quer, welches in L quer liegt, also in dem Komplement unserer Sprache L. Dann bedeutet das, weil es im Komplement der Sprache liegt, dass der Automat M dieses Wort nicht akzeptiert. Und das bedeutet, dass die erweiterte Übergangsfunktion von W quer nicht in F liegt, dass sie nicht in einem akzeptierten Zustand endet. Und das bedeutet nach Definition des Komplementes von F, dass sie notwendigerweise im Komplement von F liegt. Das heißt, die erweiterte Übergangsfunktion von M quer, welche ja die gleiche ist wie die erweiterte Übergangsfunktion von M, die endet in einem Zustand, welcher im Komplement von F liegt, deshalb in F quer liegt, deshalb akzeptiert wird von M quer. Beweis abgeschlossen. Wir haben also jetzt den Automaten konstruktiv hingeschrieben. Okay, einmal kurz checken, ob alle dabei sind. Nicken Sie mal kräftig, wenn das für, überzeugend war. Auch so an den Rändern. Ich würde sagen, zwei Drittel mindestens der Vorlesung nicken gerade. Gut, dann können wir weitermachen. Jetzt kommt nämlich ein leider etwas komplizierterer Satz. Nämlich, REC ist auch abgeschlossen unter Vereinigung. Das bedeutet, wenn ich zwei Sprachen habe, L1, L2, also zwei Mengen an Wörtern über der klinischen Hülle, die aus der klinischen Hülle, welche akzeptiert werden von zwei verschiedenen Automaten, dann ist deren Vereinigung, also die Menge, welche beide Mengen enthält, auch eine reguläre Sprache. Wie würden wir das beweisen? Jetzt kommt wieder der Wenn ich diese Frage stelle, ist die erste Hälfte der Antwort wieder einfach. Das heißt, Sie haben alle die Chance, einmal die Hand zu heben. Ja? Sie springen schon quasi einen Satz weiter. Der Beweis wird daraus bestehen, dass wir einen deterministischen endlichen Automaten konstruieren, welcher diese Vereinigungssprache akzeptiert. Denn das ist die Definition von regulär zu sein bislang. Nämlich, dass es einen deterministischen endlichen Automaten gibt, der sie akzeptiert. Und jetzt müssen wir den bauen. Und Sie haben schon gesagt, wie der aussieht. Es wird nämlich ein deterministischer endlicher Automat sein, der halt beide Worte akzeptiert. Was haben Sie gerade gesagt? Dessen Sie haben jetzt quasi die Transferaufgabe gemacht und einmal vom letzten Beweis überlegt und gesagt, jetzt gibt es halt eine neue Menge F von akzeptierten Zuständen. Das ist einfach die Vereinigungsmenge von den akzeptierten Zuständen dieser beiden Automaten. Das ist leider nicht die ganze Antwort. Warum? Was passt nicht an dieser Definition? Ja? Sie sagen, weil die Übergangsfunktion nicht definiert sein muss auf der Vereinigung. Selbst das ist noch zu schwach. Genau, wir reden ja über zwei völlig verschiedene Automaten. L1 und L2 werden von zwei verschiedenen Automaten akzeptiert. Und es sagt uns ja niemand, dass die das gleiche Q haben. Es sagt uns noch nicht mal, dass die das gleiche Sigma haben. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Der eine Automat könnte zwei Zustände haben und der andere 80.000. Was machen wir denn da? Einen Tupelautomaten können wir bauen. Ja, das ist die richtige Idee. Ich sage es mal vielleicht erstmal anders. Was wir ja gerne machen möchten, ist, im Kopf ist es irgendwie ganz einfach. Ja? Wir könnten ja sagen, ich habe ja diese beiden Automaten. Ich schalte ich halt beide an und lasse sie halt laufen. Ne? Und dann gucke ich, ob sie das Wort akzeptieren. Ich gebe das Wort einmal zum einen Automaten, einmal zum anderen Automaten. Dann gucke ich, ob einer von denen die akzeptiert. Und wenn einer von den beiden die akzeptiert, dann ist gut. Ja, ich mache so ein Oder zwischen den Ausgaben. Okay, so und das ist jetzt wichtig, das zu verstehen, was jetzt hier passiert. Das Problem mit diesem Satz, den ich gerade gesagt habe, ist, dass er nicht konstruktiv ist. Das bedarf, dass ich muss genau sagen, was inwiefern das, was ich gerade beschrieben habe, ich lasse einfach beide Automaten laufen, inwiefern das selber ein deterministischer endlicher Automat ist. Es ist ja nicht klar, dass zwei Automaten laufen lassen selber das gleiche ist, wie einen endlichen Automaten laufen lassen. Macht das Sinn? Ja, es ist einfach zu unsauber mathematisch. Ja? Man könnte einen extra Knoten einführen. Man könnte irgendwie sagen, am Anfang
Das finde ich richtig gut, dieses Gespräch gerade, deswegen verwenden wir ein bisschen Zeit damit. Ja, ich könnte ja am Anfang, am Anfangszustand entscheiden, welchen von den beiden Automaten ich anschalte. Ne? Ob ich nach links oder nach rechts zum einen Automaten oder zum anderen gehe. Aber wie mache ich denn das? Ja, in dem Wort steht ja nicht drin, wenn das Wort reinkommt, hallo, ich bin für den Automat Nummer 2. Ja? Ich habe keine Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Zumindest bislang noch nicht. Kommen wir noch dazu. Aber im Moment haben wir diese Möglichkeit nicht. Das andere, was ich machen könnte, ich greife ein bisschen vor, ist, ich könnte ja sagen, oder ich übernehme mal kurz das Gespräch, ja, Entschuldigung, ich könnte ja sagen, ich mache es einfach nacheinander. Ja, ich schreibe einen Automaten, das ist erst der eine Automat und dann der andere Automat, nacheinander. Ja, und ich lasse die einfach nacheinander laufen. Das Problem ist, das kann ich nicht hinschreiben als einen endlichen Automaten. Denn das Wort hat ja eine unbekannte Länge. Es könnte ja irgendeine Eingabe reinkommen, die ist zwar immer endlich, aber ich weiß nicht, wie lang sie ist. Das heißt, wenn ich den Ablauf dieses Automaten des ersten Automaten auf dem Wort als möglichen, so ähnlich wie vor der Pause, als so eine Art Baumdiagramm malen wollte, dann wüsste ich nicht, wie groß der Baum sein muss, weil es können ja beliebig lange Worte reinkommen. Und damit ist der Automat nicht mehr endlich. Ich habe also keine endliche Zustandsmenge mehr. Das geht also auch nicht. Und Sie merken schon, so richtig einfach ist es nicht. Ne? Aber hier kam so da oben eine gute Idee, Tupelautomat. Was wir machen werden ist, wir werden einfach die Rechnung parallel durchführen. Wir lassen beide Automaten gleichzeitig laufen. Und um diesen Parallelismus zu realisieren, müssen wir die Menge aller möglichen Paare von Zuständen bauen, in denen die Automaten gleichzeitig sein können. Und das ist eben gerade genau das direkte Produkt der Zustandsräume. Deswegen heißt dieser Automat Produktautomat. Direktes Produkt heißt die Menge aller möglichen Paare, aller möglichen Kombinationen von Zuständen. Das ist die Idee. Und den müssen wir jetzt also einmal sauber aufschreiben. Und das ist jetzt mal ein Beweis, der ein bisschen ausführlicher ist, der braucht so ein paar Minuten. Wir machen also das jetzt mal einmal sauber, um diesen Beweis ordentlich durchzuführen. Der Satz ist, hier oben nochmal, einfach genau wie vorher, ja, also die Menge der regulären Sprachen ist abgeschlossen unter Vereinigung. Das bedeutet, seien zwei Sprachen gegeben, die beide regulär sind, dann ist deren Vereinigung auch regulär. Also Sprachen sind Mengen, deswegen ist die Vereinigung wohl definiert. Formaler Beweis. Ja, da L1 und L2 regulär sind, haben wir automatisch per Definition zwei verschiedene Automaten, M1 und M2. Und Sie sehen schon, die sind völlig unterschiedlich. Die unterscheiden sich in jedem Element des Tupels, welche jeweils L1 und L2 akzeptieren. Und jetzt bauen wir einen neuen Automaten, den nennen wir den Produktautomaten M, welcher ein deterministischer endlicher Automat ist, das heißt, es ist ein Fünftupel, es besteht aus Zustandsmenge, Alphabet, Übergangsfunktion, Startfunktion und der Teilmenge der akzeptierten Zustände. Und die sind folgendermaßen definiert, wir machen das konstruktiv. Die Zustandsmenge besteht aus der Menge aller möglichen Kombinationen von Zuständen aus Q1 und Q2. Das ist das kartesische Produkt. Das Alphabet besteht aus der Vereinigung der Alphabete Sigma 1 und Sigma 2. Da könnte ein Problem entstehen mit unserer Übergangsfunktion, weil die ja vielleicht nicht total definiert ist. Glücklicherweise haben wir schon darüber nachgedacht, was wir machen, wenn Übergangsfunktionen nicht total sind. Dafür haben wir schon eine Lösung. Brauchen wir nicht mal weiter darüber nachdenken. Drittens brauchen wir einen Startzustand. Der Startzustand ist die Kombination der beiden Startzustände der beiden Automaten. Und jetzt dann brauchen wir die Menge der akzeptierenden Zustände. Das ist die Vereinigung der akzeptierenden Zustände aus einem und dem anderen Automaten und beliebigen anderen Zuständen im anderen. Das ist einfach nur die richtige Definition für die Operation oder für die Vereinigung. Ja, also eine Teilmenge aus dem kartesischen Produkt von Q1 und Q2, so dass eins der beiden Elemente in dem akzeptierenden Teilmengen vom ersten oder zweiten Automaten sind. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, das Business End. Ja. Wir definieren die Übergangsfunktion dieses Automaten. Die muss natürlich operieren auf Q, Sigma. Ja. Also Sigma ist einfach nur irgendein Buchstabe. Und Q besteht jetzt aus Paaren von Zuständen aus dem einen und dem anderen Automaten. Und die macht Folgendes. Die benutzen zu deren Definition die Übergangsfunktion der anderen Automaten, ja, der vorgegebenen beiden Automaten M1, M2
Und sie gibt natürlich als Ausgabe, Sie können so ein bisschen Type-Checking machen mental, ja? Was muss diese Übergangsfunktion machen? Naja, die muss ein Paar an Zuständen einnehmen und einen Buchstaben und sie muss als Ausgabe wieder ein Paar an Zuständen ausgeben. Und es ist genau das Paar, das daraus entsteht, dass die beiden Automaten parallel zueinander das Wort verarbeiten. Und so weiter, ne? Also falls A zum Beispiel nicht in einem der beiden Alphabete ist, dann machen wir wieder undefined wie vorher. Und jetzt kommt ein Hilfssatz, der uns gleich quasi das ganze Problem löst, nämlich, dass für diesen Produktautomaten sich die Eigenschaften der erweiterten Übergangsfunktion der beiden Teilautomaten auf elegante Weise direkt übertragen. Dass nämlich die erweiterte Übergangsfunktion auf dem Wort W dieses Produktautomaten gleich dem Produkt der erweiterten Übergangsfunktion der beiden Teilautomaten ist. Das ist erstmal nicht offensichtlich, das müssen wir beweisen, dass das stimmt. Also wenn wir hier einfach sagen, ist ja offensichtlich so, gibt keine vollen Punkte. Also machen wir das einmal. Machen wir zunächst einen Beweis für diese Behauptung. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt auf der Slide. Hier oben steht die Behauptung wieder, von gerade eben. Und so eine Art von Aussage beweist man typischerweise durch Induktion oder wenn wir genau sind, ist das eigentlich schon eine Form von struktureller Induktion. Ja, nämlich also eine Induktion über einen Satz an Objekten, die angeordnet sind, die wir also durch ihre Länge, dem wir durch ihre Länge eine partielle Ordnung geben können. Folgendermaßen, ja, wir fangen an mit einem Wort W, das Länge 0 hat. Es gibt genau ein Wort, das Länge 0 hat, das ist das leere Wort. Und jetzt checken wir einmal, dass diese Aussage, die in der Behauptung steht, für dieses leere Wort gilt. Also, wir müssen da oben einmal auslesen, was ist die erweiterte Übergangsfunktion auf einem Paar von Zuständen Q1, Q2 mit dem leeren Wort? Na, da schauen wir in die Definition der Übergangsfunktion, ja, weil die Übergangsfunktion auf Q1 und Q2 mit dem leeren Wort sind jeweils ja nur Q1, Q2. Und das ist gleich genau das, was rechts steht in der Behauptung. Also stimmt die Behauptung für den Induktionsanfang. Und jetzt machen wir den Schluss. Angenommen, wir wüssten, dass für ein Wort der Länge n diese Eigenschaft gilt, dann gehen wir über zu Worten der Länge n plus 1. Wir nehmen also ein Wort W Stern von Länge n und einen weiteren einzelnen Buchstaben, Sigma, aus dem vereinten Alphabet und betrachten die Konkatenation, also das Wort, das aus W Stern mit dem Suffix Sigma besteht. Dann gilt, jetzt machen wir so einen Mehrschritt. Erstens, wir fangen links an mit dem, was wir hier oben drüben zeigen wollen. Schauen auf die Definition der erweiterten Übergangsfunktion als Objekt von einem deterministischen endlichen Automaten. Nämlich, dass wir sie rekursiv definiert haben als die Anwendung der normalen Übergangsfunktion auf Präfix mit dem Sigma dahinter. Dann schauen wir hier rein und sagen, da haben wir ja die Induktionsannahme von einem Schritt davor. Können wir also das, was hier oben steht, reinkleben. Dann können wir hier drin wieder die Übergangsfunktion anwenden. Die haben wir definiert in der Definition des Produktautomaten, als wir wenden sie paarweise an, auf diesen Zustand mit Sigma und auf diesen Zustand mit Sigma, steht hier. Einfach nur die Klammern umgesetzt und das Sigma reingezogen, distributiv. Und dann gehen wir wieder auf die Definition der erweiterten Übergangsfunktion, aber dieses Mal von den Teilautomaten, Delta 1 und Delta 2 Stern, und können sie wieder reinschreiben. Also stimmt die Behauptung. Dieses Werkzeug haben wir jetzt also. Das heißt, wir können auch für diesen Produktautomaten die erweiterte Übergangsfunktion benutzen. Und damit ist übrigens der Rest dann sehr einfach. Nämlich, nach Definition von F für den Produktautomaten, wird ein Wort genau dann akzeptiert, wenn es entweder im akzeptierenden Zustand des einen oder des anderen Automaten liegt. Und jetzt nehmen wir mal ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit an, wir haben ein Wort, das von M1 akzeptiert wird, ansonsten drehen wir den Beweis einfach um und machen alles für M2. Dann gilt, dass die erweiterte Übergangsfunktion des Produktautomaten auf dem Wort W, die ja nach Definition gleich dem ist, nicht nach Definition, sondern nach der Behauptung, die wir gerade bewiesen haben, genau das ist, dann können wir hier nachschauen und sagen, das ist eine Aussage über nur den ersten Automaten, von dem wissen wir, dass sie in F1 endet, also akzeptiert wird, deswegen liegt sie in F und deswegen akzeptiert der Produktautomat dieses Wort.
Das heißt, wir haben gerade gezeigt, dass dieser Automat, den wir konstruktiv hingeschrieben haben, der offensichtlich ein deterministischer endlicher Automat ist, dass der genau die richtige Eigenschaft hat. Und jetzt könnte man sich einmal überlegen, okay, also gezeigt, tolle Eigenschaft, jetzt können wir kurz mal überlegen, wie der eigentlich aussieht. Ja? Was ist denn das für ein Automat? Das ist durchaus hilfreich, zum einen als Beispiel, zum anderen auch, um eine interessante Eigenschaft dieses Produktautomaten zu verstehen. Hier ist ein Bild dazu. Hier sind zwei Automaten, nämlich M1 und M2. Und hier muss ich jetzt erstmal sagen, die Slide hier, die ist auf Ilias noch falsch. Ich werde sie nach der Vorlesung korrigieren. Das ist ein kleiner Fehler in dem Bild hier drüben, das jetzt richtig ist. Ich habe es gerade korrigiert. Danke für den Hinweis. So, also, wir haben zwei Automaten hier. Was die genau machen, ist eigentlich völlig egal. Das sind einfach zwei Automaten. Die Konstruktion funktioniert natürlich für beliebige Paare von Automaten. Und jetzt haben diese Automaten zwei bzw. drei Zustände. Das heißt, wie viele Zustände brauchen wir eigentlich im Produktautomaten? Kurz zum Checken, wer noch dabei ist. Ja? Sechs. Zwei mal drei. Na, die Menge, die Größe des kartesischen Produktes ist gleich dem Produkt der Größen der Ursprungsmengen. Also brauchen wir eigentlich sechs Zustände. Ich habe da oben aber nur vier gemalt. Und jetzt stellen wir mal fest, warum. Und damit mache ich für Sie mal so eine Übungsaufgabe, wie Sie das auch durchaus machen könnten in dem Übungsblatt. Ja? Machen Sie das ruhig von Hand. Also, oder mache ich da schon wieder was, wenn das in der Präsenzübung drankommen sollte? Ne? Das ist auf dem Übungsblatt. Okay, aber sehr gut, dann mache ich doch für Sie quasi schon eine Übung. Ne? Also machen Sie es quasi einmal mechanisch. Sagen, okay, ich muss diesen Produktautomaten konstruieren. Also machen wir alle möglichen Paare. Die heißen S und Q, jeweils 1 bis 2 oder 1 bis 3. Also brauchen wir S1, Q1, S1, Q2, S1, Q3. 1, 2, 3 Zustände. Und S2, Q1, S2, Q2, S2, Q3. Das sind sechs Zustände offensichtlich. Ja? Schön auch schon gleich so als Tabelle gemalt, weil dann wissen wir, dass wir alle abgelegt haben. Ja? Hier entlang geht S, hier entlang geht Q. Jetzt überlegen wir, welche von denen sind akzeptierende Zustände? Naja, die, bei denen einer von den beiden akzeptierend ist. Für den ersten Automaten ist S2 akzeptierend, für den zweiten ist Q3 akzeptierend. Das heißt, alle hier unten in der unteren Zeile sind akzeptierende Zustände. Und alle, die was mit Q3 zu tun haben, sind auch akzeptierend. Das heißt, diese ganze Spalte ist auch akzeptierend. Und jetzt fangen wir an, mal zu überlegen, wie wir da eigentlich hinkommen können. Also wir fangen an in diesem Zustand, das ist der Startzustand. Und jetzt können wir gucken, was es gibt für Übergänge. Aus S1, Q1, wenn ich eine 1 einlese, dann geht der erste Automat nach unten auf S2 und der zweite Automat geht auf Q2. Wenn ich eine 0 einlese, geht er auf Q3. Wenn ich danach was ein weiteres einlese, dann sehen wir, dass dieser erste Automat immer wieder zurückspringt. Das heißt, dieser Graph wird immer hoch und runter springen von einer Ebene zur anderen. Wenn ich in S2, Q2 bin und eine 0 lese, gehe ich zurück. Und wenn ich eine 1 lese, gehe ich darüber. Und dann fehlt noch hier, wenn ich eine 0 oder 1 in diesem Zustand lese, dann passiert immer eins von den beiden. Und jetzt sehen wir, dass zwei von den sechs Zuständen überhaupt keine Pfeile haben. Das heißt, die werden nie erreicht. Es gibt gar keinen Weg dahin. Also können wir es ja auch weglassen. Macht das Sinn? Gut. Was wir gestern mal bemerkt haben, ist, dieser Produktautomat, der ist größer als die einzelnen Automaten. Und er ist nämlich multiplikativ größer. Ja? Das ist ja potenziell irgendwie so ein Problem, ne? Könnte man sich vorstellen. Und es ist aber kein Problem für das, was wir bisher machen, nämlich über Berechenbarkeit nachdenken. Und es ist vielleicht wichtig, sich mal kurz so gewahr zu werden, dass alles, worüber wir bisher nachdenken, überhaupt nichts mit der Größe der Automaten zu tun hat. Solange sie endlich groß sind, sind wir glücklich. Wir haben nicht darüber nachgedacht, ob die Dinger riesig groß werden oder nicht. Sie können sich zum Beispiel vorstellen, dass wenn ich jetzt die Vereinigung von n Automaten machen würde, Automat 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter bis n, also n Sprachen, dann ist es nach diesem Beweis ja immer noch eine reguläre Sprache. Wie groß ist der zugehörige Produktautomat, wenn ich das Produkt über n verschiedene Automaten bilde?
Für jemanden, der die Algorithmen gehört hat vielleicht? Oder die? Der ist exponentiell größer. Ja? Die Menge der Zustände in dem Produkt über n verschiedene Mengen ist die Größe der Mengen hoch n. Also eigentlich die Menge, die Größe der größten Menge in diesem Satz hoch n ist die obere Schranke dafür. Ja? Das heißt, diese Automaten werden sehr schnell sehr groß. Bislang ist es aber völlig egal, weil wir nur über Berechenbarkeit nachdenken. Also unser Ziel bislang hat noch nichts damit zu tun, ob irgendwas effizient ist, ob es schnell ist, ob es viel Platz braucht oder so. Es geht nur darum, ob wir es hinschreiben können in endlicher Zeit. Das wird nicht für die ganze Vorlesung so bleiben. Irgendwann müssen wir mal über Komplexität nachdenken. Aber im Moment ist uns das völlig egal. Wir haben, in unserem Kopf ist viel Platz für endlich große Automaten. So, jetzt machen wir noch einen anderen Satz der Vollständigkeit halber. Nämlich, REC, die Menge aller regulären Sprachen, ist auch abgeschlossen, nicht nur unter Vereinigung, sondern auch unter der Bildung eines Schnitts. Also die Sprache, welche aus Worten besteht, die sowohl in L1 als auch in L2 liegen. Und sie ist auch abgeschlossen unter der Bildung von Mengendifferenzen, also der Menge aller Worte in L1, welche nicht in L2 sind. Wie würde ich das beweisen? Ah, okay. Also Ihr Satz war, für L1 haben wir für diese, wenn wir uns mal zum Beispiel jetzt den Schnitt mal rausgreifen für 1, dann sagen Sie, ja, für L1 habe ich ja einen Automaten, weil es eine reguläre Sprache ist. Und das hier ist offensichtlich eine Teilmenge von L1. Also. Aber das ist immer noch nicht fertig. Ne? Weil eine Sprache ist ja definiert als genau die Menge aller Wörter, welche der Automat akzeptiert. Also einfach nur zu sagen, wenn ich in L1 Schnitt L2 bin, dann akzeptiert L1 ja dieses Wort und deswegen ist gut. Wir müssen auch zeigen, dass wenn ich in dem Komplement von L1 Schnitt mit L2 bin, dass dann der Automat, den ich da konstruieren möchte, nicht akzeptiert. Und das haben wir noch nicht. Sondern es ist nur die erste Hälfte von der Konstruktion. Ja? Wunderbar. Also, was wir machen könnten ist, wir können einfach genau den gleichen Beweis wie vorher führen und was ändern an dem F. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu diesem Beweis. Ich habe ja vorher das hier gebaut, diesen Produktautomaten. Und was ich jetzt machen könnte, ist, ich mache alles genau gleich. Ich lasse also diese beiden Automaten parallel zueinander laufen und ich ändere nur die Definition von diesem F hier, nämlich nicht in diese Vereinigung, sondern in genau den Schnitt von den beiden. Und dann kann ich kurz überlegen, geht dann der Beweis noch? Und dann fällt mir auf, naja, der ganze Rest von dem Beweis, diese komplizierte Behauptung hier, die so ein bisschen nervig war, ja, wo ich da diese Induktionskonstruktion gemacht habe, die hat ja überhaupt nichts mit F zu tun. Da taucht das Wort, der Buchstabe F gar nicht drin auf. Also natürlich funktioniert dieser Beweis. Ja? Und alles, was ich ändern muss, ist am Ende diesen letzten Teil hier. Da muss ich nämlich genau diesen einen Satz hier oben ändern und sagen, nach Definition von F akzeptiert M ein Wort genau dann, wenn es in M1 und M2 akzeptiert wird. Fertig. Das wäre eine Art, diesen Beweis zu führen. Es gibt noch einen anderen. Und der hat überhaupt nichts mit Automaten zu tun, sondern mit Mengentheorie. Ich kann auch einfach sagen, naja, L1 geschnitten mit L2 ist nach George Boole, Boolescher Logik, gleich der Vereinigung, gleich dem Komplement der Vereinigung der Komplemente von L1 und L2. Das haben Sie in, Mathe, Logik 1, Mathe 2 irgendwann gemacht. Ja? Und das sind ja zwei Operationen, die wir schon bewiesen haben. Wir haben zuerst gezeigt, dass die Menge der regulären Sprachen abgeschlossen ist unter Komplementbildung und dass sie abgeschlossen ist unter Vereinigung. Also, wenn L1 und L2 regulär sind, dann sind L1 quer und L2 quer auch regulär. Und deswegen ist die Vereinigung von L1 quer und L2 quer auch regulär. Und deswegen ist deren Komplement auch regulär. Und das genau ist der Schnitt. Ja? Und das Gleiche gilt übrigens auch für das Z-Minus, für die Differenz von Mengen. Da ist die L1 ohne L2 ist genau der Schnitt von L1 und dem Komplement von L2. Und auch hier wieder,
Ne? Wir haben gerade gezeigt, das ist abgeschlossen ist unter Schnitt und das ist abgeschlossen ist unter Komplementbildung, also ist es auch abgeschlossen unter Differenzenbildung. Das heißt, hier sind zwei verschiedene, völlig in Ordnung, völlig gleichwertige Arten, diesen Beweis zu führen. Die eine ist, nochmal den zu benutzen, den wir gerade gemacht haben, und die Menge der akzeptierten Zustände zu verändern. Und die andere ist quasi, sich zu befreien von diesem mentalen Konstrukt DFA und zu sagen, ah, das ist eine Aussage über Mengen. Und wir haben schon zwei von den Eigenschaften gezeigt, also können wir es uns ganz leicht machen und quasi Mengenarithmetik darauf durchführen. Okay? Dann erlauben Sie mir, die letzten 3 Minuten zu nehmen, um zusammenzufassen. Wir haben ja noch die Zeit. Ja, bitte laufen Sie noch nicht weg. Ich weiß, das ist Ihr letztes Slide. Sie können gerne schon Ihre Telefone hochhalten und schon Feedback geben. Ich fasse nochmal zusammen, weil Zusammenfassen am Ende hilft. Das ist der wichtige Teil am Ende der Vorlesung. Wenn Zeit dafür ist, möchte ich es gerne immer machen. Wir haben heute unseren ersten mentalen Computer, unser erstes geistiges Bild eines Computers kennengelernt. Das ist ein sehr beschränktes, elementares Objekt. Das nennt sich der deterministische, endliche Automat. Deterministic Finite Automaton oder im Plural Deterministic Finite Automata. Diese sind mathematisch formuliert 5 Tupel. Sie können sich auch im Kopf eine Klasse vorstellen. Ja? Also ein Objekt, ein abstraktes Objekt, das 5 Mitglieder hat, nämlich endlich viele Zustände, ein endliches Alphabet, aus dem die Eingaben kommen, eine Übergangsfunktion, die definiert, wie der Automat diese Eingabe verarbeitet, indem er zwischen seinen Zuständen umherspringt. Und ein Startzustand, der definiert, wo der Automat anfängt, und einer Teilmenge der Zustandsmenge, welche wir die akzeptierten Zustände nennen. Diese können wir benutzen, um Sprachen zu definieren, nämlich zu definieren als die Teilmenge der klinischen Hülle, auf deren Verarbeitung der Automat in einem akzeptierenden Zustand endet. Und dann haben wir, also wir ahnen schon, dass diese Menge nicht notwendigerweise das gleiche ist wie die Menge aller Sprachen. Deswegen haben wir ihr mal einen Namen gegeben. Wir nennen sie die regulären Sprachen. Das sind die Sprachen, welche von regulären Automaten erkannt werden. Etwas genauer, es ist also die Menge aller Sprachen, L, für welche es jeweils zu jedem einzelnen L einen einzelnen mindestens endlichen Automaten gibt, welcher diese Sprache erkennt. Erkennen, nochmal genauer, um sicher zu gehen, heißt, dass er alle Elemente aus der Sprache akzeptiert und alle Elemente, die nicht in der Sprache sind, die also in dem Komplement der Sprache sind, nicht akzeptiert. Und dann haben wir gemerkt, dass diese Menge, die Menge der regulären Sprachen, dass sie abgeschlossen ist unter Komplementbildung, unter Vereinigung, unter Schnitt und unter Differenz. Genau genommen haben wir nur gezeigt, dass sie unter Komplementbildung und Vereinigung abgeschlossen ist und damit ist sie automatisch auch abgeschlossen unter Schnitt und Differenz, weil wir die nämlich definieren können durch Kombinationen von Vereinigung und Komplementbildung. Und das hilft uns dabei, den Charakter dieser Menge an Sprachen besser zu verstehen. Ja, jetzt haben wir so eine Art Intuition dafür, wie diese Menge aussieht. Wir wissen nämlich, wir haben so eine Art Anfang. Wir wissen schon, die leere Menge ist hinreg, die Menge des leeren Wortes ist hinreg, die Menge aller endlichen Sprachen ist hinreg. Das ist so eine Art Startpunkt. Ja, wir können quasi anfangen mit einer endlichen Sprache oder mit mehreren endlichen Sprachen. Und dann können wir beliebig viele von denen vereinigen, miteinander schneiden, Komplemente bilden davon und erreichen damit eine Vorstellung davon, wie groß REC ist. Zum Beispiel kann ich jetzt fragen, als abschließenden Check, ob Sie mitgeführt haben, ist denn Sigma Stern, also die ganze klinische Hülle, ist das eine reguläre Sprache? Ja? Sie sagen nein, weil Sigma Stern ja beliebig lange, unendlich lange Worte enthält. Leider falsch, ja? Ja, wenn man ja einen Automaten bauen kann, der es akzeptiert. Nämlich? Der Automat, der erste Zustand ist akzeptiert und geht immer in sich selber über. Das ist der Automat, der am Anfang in den akzeptierten Zustand übergeht und da immer bleibt. Ganz richtig. Oder anders gesagt, es ist der Automat, der dem Komplement der leeren Menge entspricht. Sigma Stern ist ja das Komplement der leeren Menge. Und wir wissen, dass die leere Menge regulär ist. Wir wissen, dass die in der regulären, in REC liegt, dass sie eine reguläre Sprache ist. Wir wissen auch, dass REC abgeschlossen ist unter Komplementbildung. Also ist notwendigerweise Sigma Stern auch
regulär. Und warum, was ist das, also wichtig, das, gut, dass Sie das gesagt haben übrigens, weil das erinnert uns daran, dass reguläre, endliche Automaten zwar endlich viele Zustände haben, dass sie aber sehr wohl Sprachen akzeptieren können, welche unendlich groß sind. Reguläre Sprachen sind nicht endlich. Alle endlichen Sprachen sind regulär, aber nicht alle regulären Sprachen sind endlich. Das ist richtig wichtig. Dass diese Dinger sind gar nicht so einfach, wie man zunächst denkt. Die können durchaus Sprachen akzeptieren, welche unendlich viele Wörter enthalten. Zum Beispiel können Sie sich mal fragen, ob Sie sich einen endlichen Automaten ausdenken können, welcher alle binären Sequenzen von gerader Länge akzeptiert. Offensichtlich ist das eine unendlich große Sprache und es ist relativ einfach, sich den zugehörigen Automaten aufzuschreiben. Damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich sehe Sie am nächsten Dienstag wieder.